Verdammt, sie haben das Reaper-Signal abgeschottet. Wir können es aus der Kommandozentrale nicht abschalten. Da, das Reaper-Signal kommt vom Antriebskern. Schalten wir es ab, wenn wir dort sind? Ja, aber wie kommen wir hin? Die Geth haben die Notschotten verriegelt, um uns zu blockieren. Wir brauchen einen freien Weg zum Antriebskern. Einen Weg, der der Länge nach durch das Schiff führt. Die Hauptbatterie, sie läuft direkt am Antriebskern vorbei. Das könnte gehen. Aber? Die Geth halten uns hier immer noch fest. Wir müssen die Türen aufkriegen. Sie haben hochrangige Prozesse gesperrt. Wir brauchen was Einfaches. Einen schiffsweiten Notfall. Ein Feuer oder so. Das Wärmeverteilungssystem. Moment. Wenn ich einen Hitzealarm vortäusche, werden alle Wartungsröhren für die Notbelüftung geöffnet. Hebt das die Verriegelung auf? Ja! Okay, ich hab's vorbereitet. Aber seien Sie bereit, ich registriere feindliche Gäste auf der anderen Seite der Tür. Sie fallen von der Decke! Da könnten auch noch getarnte Jäger sein! Weitere sentientische Wesen im Anmarsch! Sehen Sie nur, wie viele Daten der Zentralprozessor des Schlachtschiffs verarbeitet. Ich nehme an, er verarbeitet die Informationen von allen Geth überall in der Galaxie. Der Entwurf dieses Schiffes ist beinahe quarianisch, aber eben nicht ganz. Es wurde für synthetische Wesen gebaut, nicht für organische. Synthetische Wesen sind an organischem Wohlbefinden oder ästhetischer Schönheit nicht interessiert. Manchmal gehen sie sogar aktiv dagegen vor. Bis zur Hauptbatterie dürfte es nicht mehr weit sein. Es überrascht mich, dass man sie mit dieser Mission betraut hat, Tali. Auch Admirals müssen dienen. Und ich kann wesentlich besser hacken als Schiffe befehligen. Eine planetare Verteidigungskanone hat soeben Admiral Corrals Schiff abgeschossen. Überlebende? Sind in den Rettungskapseln. Und ich habe hier Admiral Rahn, die gerade versucht, eine sichere Verbindung herzustellen. Stellen Sie sie durch. Shepard, hier ist Rahn. Die schwere Flotte geht in die Knie. Ich weiß nicht, wie lange wir noch durchhalten. Wir werden das Reaper-Signal in Kürze deaktivieren, Admiral.
das Hauptgeschütz auf unserem Flaggschiff Penumbra Apex. Wenn wir in Deckung bleiben, dürfte nichts passieren. Sie schießen nicht mehr. Solange die Wartungsabriegelung aktiv ist, sind wir sicher. Los, weiter! Die Abriegelung! Los, nichts wie weg von hier! Da haben wir noch mal Glück gehabt! Auf die Schilder! In Deckung bleiben!
Fuck.
Das ist eindeutig Reaper-Tech, aber was... Shepard Commander, helfen Sie uns! Legion! Sie kennen diesen Geth? Ja, wir haben gegen die Kollektoren gekämpft. Er ist auf unserer Seite. Außer er wurde umprogrammiert, wie die anderen Geth auch. Legion hat uns früher schon beim Kampf gegen die Reaper geholfen. Er hätte niemals zugestimmt. Ihre Vorsicht ist verständlich. Wir beugen uns nach der Befreiung allen Beschränkungen, die Sie für erforderlich halten. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber es ist schön, Sie wiederzusehen. Ebenso, Schöpferin Zora. Und was ist das für ein Ding? Es benutzt unsere Netzwerkarchitektur, um das Befehlssignal der alten Maschinen gleichzeitig an alle Geth zu senden. Wenn wir sie da rausholen, wird also das Reaper-Signal abgeschaltet. Halt! Sie können die Halterung nicht entfernen. Wir werden durch Hardware-Blocks in der Nähe gesichert, die unsere Operationsprotokolle kontrollieren. Die Hardware-Blocks sind auf der anderen Seite des Raums. Wir können sie hinlosen. Auf der anderen Seite des Raums, sagen Sie? Ja! Die Deaktivierung sollte kein Problem sein. Die Geth haben einen Schutz gegen Virenangriffe eingebaut, nicht gegen physische Entfernung. Wie haben die Reaper die Kontrolle über die Geth erlangt? Gar nicht. Die Schöpfer haben angegriffen. Die Geth wollten leben, also haben die alten Maschinen ihnen ein Angebot gemacht. Warum sind wir dann zu dieser Geth-Station und haben die Heretics umgeschrieben? Für nichts? Nein, sie haben die Heretics erfolgreich umgeschrieben. Das Bündnis mit den alten Maschinen war eine schwierige Entscheidung. Hätten die Schöpfer nicht angegriffen, wäre es unnötig gewesen. Wir holen sie in Kürze. Wird gemacht! Tali, Zora an Flotte. Das Signal ist in Kürze offline. Ihr Admiral, Herrn Garrel, wir schulden Ihnen was. Hardware-Blocks offline. Wir sind frei. Zeichen der Zusammenarbeit haben wir den Antriebskern des Schlachtschiffs deaktiviert. Alle Waffen und Barrieren sind offline. Alarm! Geth-Verstärkung im Anmarsch! Geschützt!
und das Hauptgeschütz ist offline. Wir können ihr Flaggschiff ausschalten, wenn wir jetzt angreifen. Verdammt, das ist unsere Gelegenheit für einen sicheren Abzug der Zivilflotte. Was reden Sie da? Sind doch noch an Bord. Wir müssen diese Gelegenheit nutzen. Schwere Flotte, Angriff. Erledigen Sie das Schlachtschiff. Patrouillenflotte, Position halten. Wenn Sie das tun, wird die schwere Flotte untergehen. Und wenn wir sterben, wird sie ein simpler Rückzug auch nicht vor der Reaktion der Gers retten. Verdammt sollen sie sein, Gareth. Verdammt, was machen die da? Konzentration auf die Gers. Um die Admirals kümmern wir uns später. Schiff zerstört. Wir müssen evakuieren. Wir müssen zu den Rettungskapseln. Gess übermitteln Intelligenzen mit Signalen. Es gibt hier keine Rettungskapseln. Vorschläge? Im Backbordhangar liegen Gessjäger. Damit können wir in Sicherheit fliegen. Shepard an Flotte! Feuer einstellen! Ich wiederhole! Feuer einstellen! Sie antworten nicht! Verdammt! Shepard Commander, wir haben die Kontrolle über die Andockprotokolle. Wir sind gleich da! Shepard Commander, wir können nur von der oberen Ebene aus starten. Die Tür! Beeilung, Leute! Shepard, registriere Gravitationsverlust. Alles okay? Ja. Wir nehmen den Geth-Jäger. Sende Rendezvous-Koordinaten. Ist denn auch ausreichend Platz im Frachtraum, Shepard Commander? Na klar, los jetzt! Auf das Schiff gefeuert, während Sie an Bord waren? Sie hätten Ihre Flotte in aller Sicherheit abziehen sollen. Und stattdessen? Ich weiß, Admiral Garrel macht schon seit Jahren Ärger entlang der turianischen Grenze. Aber ich verstehe Ihre Verzweiflung. Wir haben die Erde erst vor ein paar Wochen verloren. Noch haben wir die Erde nicht verloren.
Wir brauchen Hilfe, Shepard. Wir brauchen eine Flotte. Und die Quarianer haben die größte, die es da draußen gibt. Ich verstehe schon, Admiral. Ihr unilateraler Angriff hat uns alle gefährdet. Ich sollte Sie des Verrats anklagen. Ich handelte als Admiral der schweren Flotte. Und was ist mit Shepard? Und Tali Zora? Sie sind unverletzt entkommen. Shepard, die Missionsparameter haben sich geändert. Sie gehören zum Militär. Sie verstehen das. Sie haben das Richtige getan, aber geben Sie mir nächstes Mal eine Vorwarnung. Danke, Shepard. Ich bin froh, dass es hier noch einen weiteren Soldaten gibt. Ich muss jetzt zurück zur schweren Flotte. Ran, wir reden später. Bosthead. Wissen Sie, die Geth haben uns schwere Verluste zugefügt, bevor sie das Reaper-Signal deaktiviert haben. Sie sagten, die haben eine planetare Verteidigungskanone? Aten. Admiral Corus hat sein eigenes Schiff geopfert, um sie zu zerstören. Er ist auf der Heimatwelt abgestürzt. Die Normandy kann bei den Rettungsmaßnahmen helfen. Danke, Commander. Ich denke, das Schlimmste ist vorbei. Die Geth verfügen nicht länger über die Programm-Upgrades, die sie unter der Kontrolle der Reaper hatten. Shepard, Commander. Wir wollen unsere Unterstützung anbieten. Was zum Teufel ist das denn? Halt, halt! Beruhigen Sie sich. Sein Name ist Legion. Er hat mir geholfen, die Kollektoren zu vernichten. Die Reaper haben Legion als Signalverstärker benutzt, um Befehle von dem Schlachtschiff auszusenden. Wir haben ihn befreit. Wir haben es befreit. Ein faszinierender Prototyp. Mit etwas Arbeit könnte ich damit einen Schwachpunkt des Geth-Konsenses finden. Legion hat mir beim Kampf gegen die Kollektoren geholfen. So wie ihre Pistole soll ich mir um deren Gefühle auch... Ich glaube nicht, dass sie diesen Gedankengang fortsetzen möchten. Legion ist mein Freund und noch wichtiger, unsere beste Informationsquelle über die Geth. Der wissenschaftliche Nutzen... ist vom Tisch. Was wissen Sie über die Geth? Wie werden Sie ohne die Kontrolle der Reaper reagieren? Sie haben die Langstreckenkontrolle unterbrochen, aber die alten Maschinen haben für kürzere Distanzen eine Basis auf Runoch errichtet. Die Geth haben immer noch die Reaper-Upgrades? Korrekt. Sie sind im Moment nicht organisiert, aber sobald das Kurzstreckensignal sendet, ändert sich das. Keeler, ich muss die Flotte warnen. Zen, Sie koordinieren sich mit Garrel. Bewegung! Wir müssen die Reaper-Basis ausschalten. Wo ist sie? Unbekannt. Suchen. Verstanden. Wir kennen die Position eines Servers, von dem aus Jägerstaffeln der Geth kontrolliert werden. Die Staffeln visieren die Lebensschiffe der Schöpfer. Wenn wir sie ausschalten, minimiert das die Verluste. Wir wollen dabei helfen. Danke. Thank you.